Hallo, hier ist Heinrich. Wir sind die Sportexperten. Das ist mein Team. Heute besuchen wir Erik Johannesen. Er ist ein sehr erfolgreicher deutscher Ruderer. 2011 Weltmeister, 2012 Olympiasieger im Achter und inzwischen Schlagmann des Deutschlandachters. Los geht's! Wir haben gelesen, dass du 25 Stunden in der Woche trainierst. Machst du es für deine Familie oder für dich? Ich glaube, den Sport als solches mache ich erstmal natürlich in erster Linie für mich. Ich habe Spaß am Sport und wir haben ein tolles Team. Wie fühlt man sich im ersten Moment, wenn man Olympiasieger oder Weltmeister geworden ist? Hast du immer gerudert oder hast du schon mal einen anderen Sport gemacht? Viele erfolgreiche Ruderer sind über 1,90 groß. Hat man auch eine Chance, wenn man kleiner ist, ein erfolgreicher Ruderer zu werden? Na klar. Ist man sehr enttäuscht, ein Rennen zu verlieren oder sagst du dir, beim nächsten Mal klappt es? Ab welcher Windstärke fährst du nicht mehr mit dem Boot raus? So, jetzt kommen wir zu dem Sportexperten Quix, dem schnellen Quiz. Mal sehen, was du noch weißt. Traust du dich? Können wir gerne machen. In welchem Jahrhundert kam es durch Abraham Lincoln zur Sklavenbefreiung? Im 18. oder im 19. Jahrhundert? Im 19. Jahrhundert. Richtig. Wie viele Leute stehen während eines Spiels auf dem Fußballfeld? Okay, danke. Es hat Spaß gemacht, dieses Interview zu machen. Ja,